Na, die Idee der Winterschool ist, dass man neben unserem Unterricht in den Fremdsprachen eben auch Native Speaker hier haben, die zum einen mehr über das alltägliche Leben auch vielleicht mit ihnen arbeiten und darüber hinaus auch noch so umgangssprachliche Ausdrücke, die wir zum Teil vielleicht auch gar nicht kennen, weil wir keine Native sind. Um allen, die hier unterrichtet werden, das heißt, früher war das in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch und seit diesem Jahr nur noch in Englisch, Französisch und Spanisch, weil wir kein Italienisch mehr anbieten. Naja, das hat heuer so gewirkt, als ob das Interesse nicht wirklich da wäre. Das stimmt leider, also stimmt zum Glück so nicht, weil ausgrund von organisatorischen Gründen können die Klassen nur teilen, wenn so 60-70%. Und deshalb hat es so ausgesehen, als ob dieses Jahr so wenig wären, aber es waren viele, die so 50% gewesen wären. Wir konnten sie leider nicht starten lassen. Wir machen, also sowohl die Institutionen, die das anbieten, als auch wir holen Feedback ein und da sagen alle eigentlich, dass die Aussprache auf jeden Fall vor allem auch in Französisch und Spanisch, wo sie noch nicht so viel damit zu tun gehabt haben, dass es viel besser geworden ist. Die Winterschool hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe die Sprache Spanisch gewählt und viel Neues dazugelernt. Vor der Winterschool hatte ich Probleme mit meiner Aussprache. Nach dieser Woche fühlt es mir aber leichter. Es hat Spaß gemacht, weil wir nicht nur Stoff gemacht haben, sondern auch Spiele gespielt haben. Die Winterschool dauerte 5 Stunden. Nach einer Zeit fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren. Ja, auf jeden Fall. Diese Woche hat so viel Spaß gemacht. Dankeschön.